Hey Schorsch, Leute, willkommen zu einem neuen Schorsch zum Sonntag, dem neuesten Sonntag. Dreh mal die Kamera. Dem neuesten Sonntag zum Sonntagigkeit. Euer Sonntag, der sonntags ist. Morgen ist Montag. Montage sind scheiße. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt. Ist heute ein bisschen mehr zu erzählen, was den Uploadplan angeht. Nämlich nächste Woche, jetzt um genau zu sein, Dienstag, kommt das Finale von Pokémon XD. Und schon darauf denn die Folgen Resident Evil Revelation 1 bis 3, wozu ich jetzt auch nochmal was erzählen muss. Erstmal bin ich froh, dass ich Pokémon XD hinter mir habe. Ich weiß, ich habe da im Final Part habe ich ein paar mehr Worte dazu verloren. Deswegen spare ich mir das jetzt hier mal, was mich da so eher dran gestört hat. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auf Resident Evil Revelations. Nämlich, ich habe damals schon letztes Jahr Oktober, also jetzt bald ein Jahr, habe ich schon drei Parts aufgenommen, Gott, ist auf einmal wieder stürmisch draußen. Und habe die aber nicht hochgeladen, beziehungsweise ich habe das Projekt da nicht weitergeführt. Aus folgendem Grund. Während dieser Aufnahmen, während diesen drei Parts, ist mir dieses Spiel, die Steam-Version wohlgemerkt, ist mir mehrfach mein PC abgestürzt. Und ich habe da versucht, das irgendwie zu beheben, hat aber nicht funktioniert. Deswegen musste ich auf die PS3-Version umsteigen. Zu dem Moment hatte ich aber nicht so viel Zeit und dann ist das alles einfach irgendwo in Vergessenheit geraten und ich schmeiß hier Wasser um und hab's dann dementsprechend dann nicht weitergeführt. Jetzt habe ich dann zum Glück endlich mal Zeit, jetzt führe ich das denn ab Part 4 geht's dann mit der PS4-Version weiter vom Spiel. Aber das ist ja erst nächste Woche, über darauf die Woche, also von daher stört das gar nicht. Also wundert euch nicht, sollte irgendwie was anders sein. Oder sollte irgendwie was anders wirken? Ich habe jetzt nochmal durchgeguckt, ich habe da jetzt nichts gefunden, was da wirken sollte. Nur mal so. Aber sollte irgendwie was gesagt werden oder irgendwas sein, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass diese Parts, die jetzt nächste Woche von Mittwoch bis Freitag kommen, schon ein Jahr alt sind. Und ja, ich wollte sie nicht wegschmeißen, ich wollte sie auch nicht neu machen. Deswegen, ich fand die Parts nämlich so, wie sie sind, ganz gut und von der Qualität her waren sie auch super. Deswegen habe ich mir gesagt, ich lasse die so und lade die trotzdem hoch, wenn ich das Projekt weiterführe. Gut, das wäre dann schon mal zum Hauptprojekt gesagt, nächste Woche. Und was das Nebenprojekt Hyperdimension Neptunia Rebirth 1 angeht, muss ich schon sagen, ich habe meinen Urlaub jetzt genutzt. Und mein Urlaub hat dafür gesorgt, dass ich das Spiel jetzt fertig habe. Fertig aufgenommen, komplette Hauptstory durch. Und das Gute daran ist, ich habe jetzt wieder was privat zum Suchten. Nämlich hat das Spiel New Game Plus und da bin ich momentan am Suchten, am Grinden und am alles tun, am Farmen, am Grinden, alles Mögliche. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Ist geil. Zumal es gibt da noch zig Dungeons und ganzen Kostüme, Waffen, Hidden Characters, gibt es alles noch. Und bis ich da das True Ending jetzt habe, das dauert sowieso noch ewig. Und vielleicht hole ich das mal irgendwann nach, euch das zu zeigen. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, Hyperdimension Neptunia ist fertig aufgenommen und das geht jetzt sogar bis Ende Oktober. Also ich habe da jetzt, glaube ich, an die plus 5-6 Wochen Vorrat. Und das ist für mich ziemlich gut, dass ich mal mich um ein Projekt mal so gar nicht kümmern muss. Ich hatte einfach jetzt die letzten Tage eine mega Aufnahmelaune und da bin ich echt froh, dass das so gekommen ist, wie das jetzt gekommen ist. Was aber ich jetzt schon sagen kann, jetzt wo wir die Zeit hier nutzen können, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Strawpoll, nämlich was wir als nächstes Nebenprojekt machen werden. Also wenn Hyperdimension Neptunia fertig hochgeladen ist natürlich. Was jetzt halt gut bis Ende Oktober dauert. Nämlich habe ich euch da die Auswahl gelassen zum Nachfolger Hyperdimension Neptunia. Hyperdimension Neptunia 2. Sisters Generations heißt es. Das ist der direkte Nachfolger auch auf Steam. Oder Fairy Fencer F. Was angeblich so vom Gameplay her relativ ähnlich sein soll, wie Hyperdimension Neptunia. Und was ganz außer Kontext, wo ich auch leider mal was zu sagen müsste, Yu-Gi-Oh! Spirit Caller für den DS. Nämlich, warum ich das noch dazu nehme, ich habe da glaube ich auch schon irgendwie 6 Parts letzten Jahres aufgenommen. Und habe sie aber behalten, weil sie gut waren. Habe es halt nur nicht weitergemacht. Ich habe mir immer gesagt so, das Projekt, das nimmst du mal auf, wenn du Zeit hast. Und dann hat sich Zeit gesagt, mich hast du gar nicht, hör auf zu labern.
Deswegen kam ich leider nie dazu, das mal weiterzuführen und weiterzumachen. Wenn ich es dann aber als Nebenprojekt mache, dann kann ich es natürlich wieder regelmäßig aufnehmen, weil es quasi den Slot fürs Nebenprojekt einnimmt. Gut, auf jeden Fall, da könnt ihr jetzt abstimmen. Ich glaube bis nächsten Sonntag lasse ich euch das jetzt ausvoten, ausknobeln, wie lange ihr, was ihr da jetzt haben wollt. Und beim nächsten Schoß zum Sonntag könnt ihr denn das Ergebnis hier bewundern. Beim nächsten Schoß zum Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao, Leute.